Hi, es gibt zwei großartige Neuigkeiten aus dem Bereich Balkon-Solarkraftwerke und genau darüber möchte ich euch in diesem Video kurz informieren. Ich bin ungefähr vor einem Jahr in diese Organisationsgruppe zur Vereinfachung von Balkon-Solarkraftwerken gestoßen, in diese Petitionsgruppe. Also hier ist Andreas, der Akkudoktor, Simone, Christian, Lisa, ne? Hey und Sebastian vom Balkon-Solarkraftwerk. Und ihr habt uns über 100.000 Stimmen innerhalb von 4 Wochen gegeben. Wir waren im Mai 2023 im Bundestag im Petitionsausschuss und Andreas Schmitz, der Akkudoktor, und Christian Ofenhäusel, die haben da vorgetragen, Feuer und Flamme, und eigentlich waren alle Parteien dafür, es muss sofort, müssen Balkonkraftwerke erleichtert werden, die Bürokratie, und jeder soll die noch diesen Sommer anbauen. Der parlamentarische Staatssekretär hatte uns versprochen, eventuell sogar noch vor der Sommerpause letztes Jahr, denke ich zumindest, vielleicht meinte er ja auch dieses Jahr 24, dann ist ja alles in Ordnung. Wir dachten, das geht wirklich unverzüglich, weil alle waren dafür. Und dann zog es sich und zog es sich und zog es sich. Und jetzt sind wir immer noch dran, wir haben nachgefragt und es scheint normal zu sein. Das ist ja auch klar, dass so ein Gesetz normalerweise nicht innerhalb von 4 Wochen oder 8 Wochen beschlossen werden kann vom Bundestag. Das sind Verfahren, die eingehalten werden müssen und es muss in den Ausschuss. Also uns wurde gesagt von einem Experten, der das seit Jahren oder Jahrzehnten beobachtet, dem Bundestag wieder gearbeitet wird, dass innerhalb von einem Jahr, dass das ein völlig normaler Zeitraum ist. Also muss ich mich da wieder mit meiner Enttäuschung zurücknehmen, weil ich war letztes Jahr echt so dran. Da geil, eine Petition, 100.000 Stimmen und man kann was bewegen und auch schnell. Und nun gut. Also dieses Orga-Team zur Petitionsgruppe, das kennt ihr ja. Ich habe das in einem meiner Videos mal vorgestellt und der Akku-Doktor natürlich auch. Wir sind immer noch in einer Signalgruppe verbunden und haben zum Teil an Stellungnahmen gearbeitet, uns auch nochmal auf Zoom getroffen, und wir haben jetzt beschlossen, wir brauchen einen Namen, wir brauchen irgendwie eine Organisationsform. Wir haben überlegt, gründen wir einen Verein. Da waren wir nicht so dafür. Es gibt ja schon den Verein Balkon Solar, der in Freiburg sitzt, aber jetzt alle da eintreten wollten wir auch nicht, weil wir wollten den Verein ja nicht für was anderes übernehmen. Und ja, dann war im Gespräch, gründen wir gleich einen Verband für Balkon-Solarkraftwerke oder Balkonkraftwerke oder Stecker-Solargeräte. Wie nennen wir das überhaupt? Ist es überhaupt schon definiert? Und ein Verband, da waren wir alle noch so, oh Gott, nein, wir können doch jetzt nicht so, wir sind ja nur so ein zusammengewürfelter Haufen, gleich einen Verband gründen. Und im Prinzip habe ich das Gefühl, es läuft aber tatsächlich darauf hinaus. Wir haben jetzt aber erstmal vereinbart, wir nennen uns Arbeitsgemeinschaft Balkonkraftwerk. Und der Christian Ofenhäuser, der ist in Vorleistung gegangen und hat gleich mal eine Webseite aufgesetzt. Ich zeige euch hier die Webseite, und wie alles Informationen, die ihr braucht, ihr findet ganz viel bei mir immer jeweils in der Videobeschreibung. Weiterführende Links oder Quellen oder was auch immer ihr eventuell sucht. Und wenn ihr es nicht findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann gehe ich da auch nochmal für euch in die Recherche, wenn ich die Zeit dafür finde. Also, das Logo ist bislang improvisiert, also wenn einer eine Idee hat oder Designer ist, kann und uns was schenken möchte, gerne her damit. Das ist im Moment aber schon mal gar nicht so schlecht mit so einem Solarpanel mit dem Stecker halt dran. Wir sind also natürlich dabei, er bedarf eigentlich keiner weiteren Vorstellung, Dr. Andreas Schmitz, und sein Zitat, was er der Seite zur Verfügung gestellt hat: Balkonkraftwerke sind eine sehr gute Möglichkeit, um erneuerbare Energien mit wenig Aufwand und niedrigen Kosten selbst zu erleben. Sie erzeugen nicht nur grünen Strom, der besonders kleine Haushalte stark entlastet, sondern wecken auch Vertrauen und machen Lust auf mehr. Es gibt keine bessere Möglichkeit, um Menschen von erneuerbaren Energien zu überzeugen. Darum setze ich mich mit aller Kraft für die Vereinfachung von Balkonkraftwerken ein. Okay, ja, prima. Simone Herpich vom Balkon Solar e.V., die wird gleich nochmal ganz wichtig. Die Energiewende geht nur mit Sonnenstrom. Als Vorständin des Balkon-Solarvereins setze ich mich dafür ein, dass alle Menschen von Balkonkraftwerken profitieren. Balkonsolar macht die Energiewende direkt erlebbar und ermöglicht Teilhaber, auch für Mieterinnen und Mieter. Ich kenne niemanden, der seine Entscheidung für Solarenergie bereut hat.
Prima, jetzt Christian Ofenhäusle. Ich hatte ihn ja auch schon mal vor der Kamera. Das Video mit ihm verlinke ich euch natürlich auch gerne nochmal in der Videobeschreibung. Da geht es darum, soll man ein Balkonkraftwerk jetzt kaufen oder noch warten, bis die Vereinfachungen wirklich tatsächlich per Gesetz in Kraft sind. Sein Zitat: Ein echter Wandel in der Struktur unserer Energieversorgung ist längst überfällig. Dezentrale Erzeugung und lokaler Verbrauch sind der Schlüssel für einen schnellen und nachhaltigen Umbau der Energiesysteme. Das Balkonkraftwerk ist dabei der Türöffner, denn es ermöglicht einem Großteil der Bevölkerung die Teilhabe an diesem Umbau und erleichtert das Umdenken in Politik und Wirtschaft. Lisa Wenzig, auch sie hatte ich schon mal im Video vor der Kamera. Stecker-Solargeräte geben Menschen das gute Gefühl, sich selbst ein Stück weit mit sauberem Strom versorgen zu können. Über die Nutzung entwickeln sich Kompetenz und Unterstützung für erneuerbare Energieerzeugung, auch in Bevölkerungsteilen, die bislang noch nicht an den Vorteilen der Energiewende teilhaben konnten. Keine etablierte Art der Stromerzeugung belastet die Umgebung so wenig wie Solarenergie. Um den Sektor noch nachhaltiger und resilienter zu machen, arbeitet Suncrafter auch beim Balkonkraftwerk am Thema Wiederverwendung. Suncrafter ist die Firma von Lisa. So, und jetzt kommt hier noch so eine Rübennase, die so ähnlich aussieht wie ich. Geschätzte 12 Millionen Haushalte beteiligen sich bereits seit Jahrzehnten niederschwellig mit einem Holzofen an der erneuerbaren Wärmebereitstellung mit lokal nachwachsenden Energieträgern. Eine weit höhere Zahl an Balkonkraftwerken erscheint mir definitiv machbar. Leider bremsen noch viele unbegründete Ressentiments und überflüssige Bürokratie den sinnvollen Zubau von zahlreichen Balkonkraftwerken und auch anderen erneuerbaren Energien. Und last but not least, Marco Larus aus Hamburg. Die Energiewende beginnt bei dir und mir. Die Menschen niederschwellig an der Energiewende zu beteiligen, ist der richtige Weg, um dieses schneller umzusetzen. Innovationen wie Stecker-Solaranlagen und Live-Energieverbrauchsanzeigen helfen dabei, damit viele Menschen zukünftig besser informiert und nachhaltigere Entscheidungen über ihren Energieverbrauch treffen können. Ja, klasse. So, also die sind alle dabei, auch Klimaschutz im Bundestag, die Logos. Und wir gucken mal hier auf die Startseite. Das ist nämlich das zweite, auf das ich euch hinweisen möchte, dieser Artikel. Die Stellungnahmen zum Recht auf Balkonkraftwerke zeigen Konfliktlinien auf. So, und das möchte ich euch gerne aus dem Newsletter von Christian Ofenhäusels Firma, dem Mach Deinen Strom, dieses Empower Source, Anmeldung über die Webseite, wo ihr das abonnieren könnt. Der kommt wöchentlich raus und bietet euch quasi immer neue Informationen und natürlich auch den Deal der Woche. Ich glaube, er kriegt da Affiliate-Provision. Ich kriege die nicht, deshalb ist das an der Stelle kostenlose Werbung, wenn ich euch jetzt darauf hinweise. Aber zum Beispiel auch hier solche wunderbaren Artikel bringt er in seinem wöchentlichen Newsletter. Die Anhörung zum Recht auf Balkonkraftwerke. Ich erlaube mir das mal von ihm zu lesen. Er hat das so wunderbar geschrieben. Auf dem Bild ist er noch leer. Der Ausschusssitzungssaal im Paul-Löbe-Haus in Berlin, direkt neben dem Reichstag. Nächste Woche aber werden sich, das ist am Montag, also jetzt Montag, am 19. Genau. Nächste Woche aber werden sich die Reihen im Parkett und der Empore füllen mit den Abgeordneten des Rechtsausschusses und des Bundestages, mit Experten und Journalisten, mit Interessenten und Schaulustigen. Am kommenden Montag wird dort nämlich im Rahmen einer öffentlichen Anhörung zum ersten und voraussichtlich einzigsten Mal das gesetzliche Recht auf Balkonkraftwerk unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft besprochen. Genauer gesagt werden von den Fraktionen Experten zu den vorgesehenen Änderungen im Wohn-, Eigentums- und Mietrecht eingeladen, welche dort ihre Haltung zum Thema vorbringen können. Dabei geht es neben den Balkonkraftwerken auch um die im selben Gesetzesvorhaben vorgesehene Zulassung virtueller Wohnungseigentümerversammlung und weitere Regelungen. Da kann es nicht verwundern, dass in erster Linie Juristen wie Vertreter der Wohnungswirtschaft als Sachverständige geladen sind. Bereits bei den Stellungnahmen, welche der Bundesregierung zum Gesetzesentwurf zugegangen waren, befanden sich neben unserer Stellungnahme hauptsächlich solche der Wohnungswirtschaft sowie von Juristenverbänden. Davon stehen in Erleichterungen für das Balkonkraftwerk, wie auch zu erwarten war, nicht alle positiv gegenüber. Und das ist noch sehr nett formuliert, weil da gibt es doch schon Vorbehalte, dass das
ja quasi doch eher wieder verhindert werden soll. Daher ist es für uns umso wichtiger, eine Stimme in die Anhörung zu bringen, welche dem Balkonkraftwerk die Geltung verleiht, die es verdient. Und das ist uns zum Glück auch gelungen. Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Balkonkraftwerk, die ich euch ja eben vorgestellt habe mit der neuen Webseite, konnten wir die Berufung von Simone Herpich bewirken. Ihres Zeichens unter anderem Klimawissenschaftlerin und Beraterin und Vorständin des Vereins Balkonsolar e.V. und Mitinitiatorin der Petition Balkonsolar. Sie wird mit fachlicher Kompetenz und klarer Haltung die Privilegien vom Balkonkraftwerk in Wohnungs- und Mietrecht mit aller Kraft verteidigen. Und ich glaube, ein besonderer Dank, dass das gelungen ist, gilt auch Sebastian Müller aus Freiburg aus diesem Verein. Ja, Christian wird auch vor Ort sein und das auf seinen Social-Media-Kanälen verteilen. Und das wird aber auch live übertragen am Montag um 17 Uhr. Ich gebe euch den Link in die Videobeschreibung, wo ihr das auch euch live angucken könnt im Parlamentsfernsehen. Und mit Simone war ich auch in Berlin. Wir standen da zusammen und... Könnt ihr beide auch mal irgendwie in der Nähe stehen? Und, Das können wir sehr, sehr gut in der Nähe stehen. Oh. Also stehen kann ich ganz gut in der Nähe. Wir sehen dann total gut aus und stehen einfach in der Nähe. Das ist unsere Kompetenz, in der Nähe stehen. Ja, ich freue mich total, dass das vielleicht jetzt einem Jahr nach der Petition vielleicht tatsächlich zu einem guten Ende kommt und dass wirklich Balkonsolarkraftwerke entfesselt werden und nicht einfach der Vermieter weiter sagen kann, ich glaube, das sieht hässlich aus, wenn da so ein Modul am Balkon ist. Ich möchte das nicht. Also genau sowas soll eben verhindert werden, dass fadenscheinige Gründe da vorgeschoben werden. Okay, also wie gesagt, ganz viele weiterführende Informationen und Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich habe ein paar T-Shirt-Designs und habe mich jetzt auch mit einer richtigen Designerin zusammengetan, die auch bald für diesen Kanal speziell hoffentlich was kreieren wird in Absprache mit mir. Also wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann klickt gerne schon mal auf meinen T-Shirt-Shop und prüft bitte, ob euch eins der Designs, die es jetzt schon gibt, gefällt. Also macht's gut, wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Dr. Bene. Ah, nicht das Mikro, die Kamera zuhalten.